Begrüßung aller hohen Gäste. Zum Willkommen aller Weidnerinnen und Weidner. Zur Eröffnung unserer Feierlichkeiten der Denkmalsenthüllung wird mein Töchterchen Sophie ein Gedicht vortragen. Danach hat Herr Reallehrer Kraus das Wort. Sophie? Komm, Sophie, trau dich doch ein bisschen. Es war ein Riesenschritt der Zeiten, durch Dampf getriebenes Gespann, des Geistes kühnes Vorwärtsschreiten, die Glück uns bringende Eisenbahn. Die Völker kommen sich entgegen, in Kunst und Fleiß, auf Schienenwegen. Von Ost und West, von Süd und Norden, selbst auch vom fernsten, kalten Pol, sind näher sich die Völker worden, zu Glück und Heil und Weh und Wohl. Wir wollen heute Dank darbringen, dem Mann, der uns dies Glück geschenkt. Weiden soll seinem Ruhme singen, das ewig seiner Mann gedenkt. Wir, die dankbaren Bürger der Stadt Weiden, gedenken heute am 27. September 1885 jenes Mannes, der wie kein anderer in den vergangenen 200 Jahren das unglückliche Geschick unserer geliebten Heimatstadt in ein glückliches verwandelt hat. Ihn zu Ehren enthüllen wir heute sein Bildnis, von Künstlerhand geschaffen, auf das alle künftigen Weidnerinnen und Weidner ihn immer in Gedächtnis bewahren und niemals vergessen mögen, dass ohne ihn Weiden niemals das wäre, was es heute ist und einstmals sein wird. Seine Exzellenz, Staatsrat Gustav von Schlüer. Jedermann ist geladen, am Abend des heutigen Ehrentages um 7 Uhr zur festlichen Beleuchtung des nunmehrigen Schlörplatzes sich wieder einzufinden. Er hätte sich sicherlich gefreut, der Herr Staatsrat, wenn er diesen feierlichen Augenblick hätte miterleben dürfen. Da hat ja nun Weiden ein bedeutendes Kulturdenkmal erhalten und ich bin sicher, dass dem auch bald eine Festhalle, vielleicht sogar ein Stadttheater folgen wird. Nicht wahr, Herr Magistratsrat Wilson? Wissenswert wäre es, Herr Regierungspräsident, obwohl die Industrie und Handel ganz prächtig gedeihen. Aber wir haben kein Geld mehr. Da werden wohl noch einige Jahre ins Land gehen. Wer weiß, wann Weiden in München mal wieder einen solchen Fürsprecher haben wird. Für
Vielleicht in 100 Jahren einmal wieder. In 100 Jahren? Dann haben wir ja 1985. Bis dorthin ist es lang. Denn das fürstliche Tenet wartet. Hoffentlich wird es heute Abend nicht regnen. Sollte man das nicht sehen können? Darum heißt doch das Stadtschauspiel Stadtschauspiel. Ja, weil Stodere spielen, was in der Stadt zum Sehen geben hat. Wie gerade bei der Einweihung von dem Schlördenkmal. Denkmal. Bildhauerei. Apropos Kunst, da haben sie doch auch von der Max Reger Hall geredet. Max Reger Hall? Blödsinn! Damals hat doch den Max Reger überhaupt niemand gekannt. Da war doch der erst 12 Jahre alt. Der schöne neue Reger Hall. Mit den vielen großen und kleinen Sälen. Und dem Restaurant. Und? Den Kegelbahnen! Raus jetzt mit der Diskutiererei! Die Leute wollen ja bloß was hören! Die wollen auch was sehen! Ja! Ach ja, die Kinder! Richtig! Jetzt haben ja die Kinder mit ihrem Spül an der Reihe! Los, packt's alle mit an! Jahren, wie die Eisenbahn in die Oberpfalz und nach Weiden kam.
spielen? Ja, toll, fangen wir an! Ich leg die Schienen von Schwandorf nach Kam. Und ich von Kam nach Fürth. Ich nehme die von Regensburg nach Amberg und weiter nach Neukirchen. Wer übernimmt die viele Strecke von Schwandorf nach Weiden über Bayreuth? Wir! Kommt, wir fahren von Weiden nach Eger! Yeah. Meine Damen, meine Herren, wir haben uns heute an diesem 1. Oktober 1863 zusammengefunden, die erste Eisenbahn in Weiden willkommen zu heißen. Oh! 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 Die königlich privilegierte Ostbahn schenkt uns mit der neuen Bahnlinie unserer Stadt neuen Wohlstand. Ein besonderer Dank geht vor allem unserem König Maximilian II., der sich besonders für unsere Stadt eingesetzt hat. Möge diese Verbindung unserer Stadt reichen Segen bringen. Hoch lebe die Eisenbahn! Hoch lebe die Eisenbahn! Achtung am Bahnsteig! Fahrgäste nach Bayreuth, bitte einsteigen! Der Zug fährt ab! Montags bis Freitags. Ach geil! Rett doch
der Karten ist aber so klein. Dann macht Weiden eben größer. Thank you.
Land, der Wandel der Zeiten. Na, da, wo die letzte Szene aufgehört hat. Industrie, Wohlstand und immer mehr Menschen sind in Wein gekommen. Mit der Eisenbahn. Und mit der Eisenbahn kommt ein weltberühmter Mann. 1876. Ich kann nimmer. Warum gibt es auch in Weiden nicht mehr Gasthöfe? Alle Zimmer belegt. Warten wir eben im Wartesaal des Bahnhofs. Um 4 Uhr in der Früh geht dann der nächste Zug. Wir kommen schon noch nach Karlsbad. Ein Karl Marx schreckt vor nichts zurück. Karl Marx! Aufruhr gibt's doch genug in der Welt. Diese Schreiberlinge, die sollen einmal unsere Arbeiter in Ruhe ihre Arbeit tun lassen. Moment! Der Marx und der Engels werden die Welt verändern. Wartet nur, in 120 Jahren erkennen wir Weiden nicht mehr wieder. Hauptsache, meine Kinder und ich haben noch zum Essen, weil ich alles so teuer wird. Das Rad der Zeit dreht sich zurück. Für diesmal nur ein kurzes Stück. Und der Mann ist bestimmt ein Dichter oder ein Student. 9. August 1867. Parksteinhüttern, Wirtshaus, sauber, schlecht Bier, guter Käse, Betour nach Weiden, Gasthof zum Schwan, am Graben, gut Essen, gut Quartier und Bier. Sonnabend, 10. August, bezahlt. 1 Gulden, 2 Kronen. Also sehr billig. Weiter nach Cham, aber mit der Eisenbahn. Grüß Gott! Grüß Gott! Grüß Gott! Was er dir beim Schwanerwirt zum Sochen gehabt hat, da war er doch besser bei mir eingekehrt. Im Gästebuch habe ich übrigens noch gelesen, Nietzsche heißt er. Nietzsche! Ja. 1786! Fahren Kutschen durchs Land, ganz ohne Hast. Und ein Dichter hält in Weiden an, zu kurzer Rast. Och! Ach, solche Gedichte schreibt nur einer auf dieser Welt. Oh, könnte ich ihn sehen. Einmal nur sehen. Kutscher, warum halten wir hier? Wie heißt dieses Nest? Nest! Weiden, gnädiger Herr, Weiden. Nur ein Wort, Herr von Goethe, nur ein einziges Wort und euren Namenszug. Dich sah ich und die holde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite. Und jeder Atemzug für dich. Ich ging, du standst und saßt zu Erden. Und saßt mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden. Und lieben Götter, welch ein Glück. Kutscher! In Weiden passieren kann. Diese Gedichtsbände, die gehören doch alle verboten. '1619 heißt das Jahr. Die Welt hat sich im großen
aus will er nach Prag und will sich dort in Prag zum König der Böhmen wählen lassen und seine Frau soll Königin werden. Wenn das nur gut geht in diesen Zeiten. Alle Rathen und für ihre Frau neue Gewändler schneiden lassen, weil er da ist. Platz, Platz für unseren gnädigen Herrn, Pfalzgraf und Kurfürst Friedrich von Kurpfalz. Treue Untertanen haben wir da in Weiden, mein Gemahl. Ein hübsches Städtchen, ein schöner Platz. Das Nachtquartier war auch besser als in Amberg. Doch jetzt sollten wir aufbrechen. Prag wartet auf uns. Die Königswürde wartet auf uns. Und schaut nicht so betrübt. Dieses Weinen verlasse ich als Kurfürstin. Prag werde ich als Königin verlassen. Oh! Eine schöne Frau, die ich brauche, wirklich. So ein Trunk und das unsichtige Kleid. Und schlampert so ist ja auch diese Elisabete, Renate. Was sind ja denn Bämen, ein König aus Kurpfalz holen können? Sowas kann doch nicht gut gehen. Hoffentlich schmeißen sie ihn ab, weil das ein Fenster der Prager Burg. Ein böhmischer Magister, nicht unbekannt, zieht ein durch Weiden ins deutsche Land. An der Michaelskirchen und am Rathaus war es aufgeschlagen. Ein gewisser Magister Hus kam noch bei. Wirre Zeiten, schlimme Zeiten. Aber Hauptsache, mit dem wir zur Jahrmärkte halten zu Weiden und unseren Stachweier, in dem wir abfallen. Die reichen Kaufleute von der Wein können sie es leisten. Schicken ihr Herrn Söhne zum Studieren nach Ingolstadt und Heidelberg und unser eins. Salus a Christi Jesu! Zitote! Und nun quam equitavi in stotato Capuzio se manifeste aperta facie. Und da ich Böhmen verlassen habe, zu ziehen nach Konstanz vors Konzil, daselbst zu vertreten, was meine Lehr und Meinung, grüße ich euch alle hier in Weiden. Ecce ego magister Johannes Hus, Degmo und Estimo, Autistis multa mala. Also, ich hab von dem böhmischen Gerät nichts verstanden. Gar nichts. Was einer will, der Magister aus Prag. Wer so daherredet, der kann doch nichts Gutes wollen. Ein gar frommer Mann, dieser Jan Hus. Und fromme Menschen müssen gar viel Unbill ertragen auf der Welt. Und ein mutiger Mann obendrein. Sie werden ihn brennen lassen, die Herren Kardinäle, und verstreuen seine Asche in den Rhein zu Konstanz. Oh. Durch ihn kommen nach Weiden Bedeutung und Glück. Jetzt sind wir schon über 600 Jahre zurück. Durch Pracht und Herrlichkeit in Weiden. Unser Kaiser Karl bleibt hoch. War er doch bloß schon weitergezogen, sein goldener Strauß. Nichts als Arbeit, Arbeit, Arbeit wegen dem Hochzug. Arbeit, ja Arbeit. Die Geschäfte, den Handel und Wandel, das verdanken wir unserem Kaiser. Psst.
es wollen, wenn er seine Knechte und Schranzen fressen und saffen wollen, in lieblanger Tod. Als ob's nichts Wichtigeres gäbe, den Fressen, Saffen und Tanzen. Und wenn der Kaiser noch weiter zählt, bleibt uns in beiden nichts als Unrat. Das Ziel unserer Zeitreise ist nun erreicht. Das Bild droben am Giebel. Dem auf der Bühne dort gleich. Ich bin König Konrad und sitze hier auf meinem Thron. Als Abt von Schweinshaar begehre ich Hilfe, begehre ich Lohn. Ramon von Kammerstein bin ich genannt. Als Landrichter zu Eger bin ich weithin bekannt. Als Landrichter zu Eger ist er weithin bekannt. Sag an, Abt, was ist euer Bitt und Begehr? Ich erbitt euren Schutz. Mit Waffe und Wehr. Schütze ich euch und eurem Kloster da gerne Gewehr. Und ihr, Landrichter Ramon von Kammerstein, sollt Schutzherr des Klosters Speinsart sein. Ich diene dem König und gehorche zugleich, denn zu schützen gilt unser heilig deutsches Reich, damit Not und Gefahr sei für immer gebannt. Gott schütze den König, Gott schütze das Land. Kein Mönch und kein Abt soll Unbill erleiden. Anno 1241, gegeben zu weiden. Anno 1241, gegeben zu weiden. Wir Drachen haben Gott sei Dank eine dicke Haut. Ich bin Drachen in der Oberpfalz. Die hat jedenfalls schon gehen. Da war noch voll Eis, die Oberpfalz hat auch. Da war heute Weiden ist. Da war bloß Sam. Und Gold. Aber also die Drachen hat schon noch ganz andere Wesen gehen. Da kommen sie aus grauer, mythischer Vergangenheit. Thank you.
und schwer. Na, es ist ein Gustl lang. Nein, es hat Schröpfung. Was macht mich her? Ach, deswegen heißt beiden die Max Egerstadt. Alle Musiker auf ihre Plätze! Ja, da muss ich ja mein. Thank you.
als Komponist nicht nur dort auf der Erde, sondern auch hier im Himmel berühmt und damit glücklich werde. Wirklich herrlich gespült und dampft. Es freut mich von ganzem Herzen, dass ich bei dem Jubiläum im Weidensack habe. Aber jetzt mal die Gelegenheit nutzen und in meiner Stammkneipe im Wasserloch rasch ein Seidel Bier und ein Schweiners vertrunken. Apropos Schweiners, da kenne ich euch, den hab ich schon alleweil gern verzählt. Wisst ihr, was eine Sau und ein Künstler miteinander haben? Ha? Man schätzt beide erst, wenn sie hier sind. Für Gott. Thank you.
Thank you.
links, Daumibus rechts, Daumibus rechts. Es Daumibus rechts, Daumibus rechts, Daumibus rechts. Und Daumi, Daumi, Daumi und Daumi, Daumi schmieden bescheißen. Kein Weidner je vergessen hat,
bis in die heutige Zeit. Und dabei sind schon fast 456 Jahre vergangen, seit es passiert ist. Und wenn sowas Schreckliches passiert, dann wissen das manche schon im Voraus. Bloß der Kinder's nicht verhindern. Und so ist es auch in Weiden passiert. Bald bitter auch ist's und der dumme Lausbub schickt mich, alten Mann, ins Rathaus, weil er da nicht gesehen haben will. Und pflichtschuldigst geht der Ratsdiener Klaus Füßlein nach dem rechten Schauer. Und was sieht er? Und was findet er? Nix! Verderben. Und mancher wird unschuldig elendig sterben. Wie über Weiden, über unsere Kinder, wie unsere Weiden, wir brennen. Hilf ihm, Herr Je! Ein Lauscher. Ein menschliches Ohr ist hier Zeuge. Wenn er auch nur ein Wort spricht von dem, was er gesehen oder gehört. So sei der Tod sein Los. So sei der Tod sein Los. Lahm und ohne Hilfe soll er liegen. Und von Ferne das Unglück schauen. Das sei dem friedenden Lauscher die Strafe. Good day.
Der Stadtbach gehört sich zugeschüttet. Wem nützt er noch? Nur weil es vor über 100 Jahren mal gebrannt hat in Weiden. 15 Gulden im Jahr müssen wir zahlen, nur damit hier ein Wasser fließt. Und wir sind April so kränkt haben, ist mir das Wasser in der Stumpf gestanden. Und ein Lukas Alois sei Feder ist fast ertrunken. Aber ich hab's zum Wischwaschen jetzt nicht mehr so weit. Seigen, wir werden mal richtig saften. Und wenn der Kollwitzer letzten Sonntag aus dem Wirtshaus gekommen ist, ist er eingefallen. Und Eisäugen, dann seid ihr noch. Meine Stoffe, meine teuren Stoffe! Die faulen Kerle werden wohl schon wieder Feierabend gemacht haben. Naja, eigentlich könnte man ja ein Gurde mal Bier genehmigen, bevor man mir alte Arnold erwischt. Freundlicher Bayern, Wartens! Bleib's doch stehen! Was gibt's? Ich hab keine Zeit für euch. Hunger leider. Ich brauche ein gutes Steak hier, ein gutes. Seit wann schneidet der Riedelbar mit einem guten Tuch? Seit wann hat der Riedelbauer überhaupt vornehme Kundschaft? Seit heut mit dem Bayern, seit heut! Stellen Sie sich denn bloß vor, das bringt als Meisterfrau höchst selbst, lässt sich von mir, ein Wandermesser. Des Bürgermeisters Frau? Ja, höchst selbst. Na, dann kommt! Herrke, Frank! Am heiligen Tag schon Branntwein. Und das bei der Hitze, ja, schamst du nicht. Das, Herr Pfarrer Kümmel, das ist wirklich eine Hitze. Das ist ja fast so heiß wie in Flandern, wenn wir die Franzosen aufgekaut haben. Und jetzt bist du wieder mal da und versaffst deinen ganzen Sold. Aber woher? Wo denken Sie? So, jetzt lieber in die Kirche, geht's wenigstens ein Seelenheim. Ich weiß nicht, Herr Pfarrer, ich weiß nicht. Aber wie ist jetzt das in der Weindau? Gibt es jetzt auch schon die neue Lehre von dem Martinus Luther? Oder ist er noch alles gut katholisch? Martinus Luther und seine Lehre sind gut katholisch. Im Übrigen muss ich jetzt weiter. Grüß Gott, grüß Gott. Für Gott, Herr Pfarrer. So, und ich kaufe mir jetzt noch was. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Kräuter, feine Kräuter aus der Waldner Wiesen. Das möchte ich mal probieren. Ins Wasser einschlägt, ganz in Nacht. Hüpft gegen dein Hitz. Rudolf, hat zu meinem Mann gesagt, Rudolf, so geht's nicht weiter. Den Pfarrer Kümmel mal Einhalt von dir. Sofort gehst du zum Innenrat. Das nutzt doch nichts. Die Männer machen doch sowieso was wollen. Ach, ist das ein Hitz. Na, so ein Hitz haben wir ja schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Sicher ist das auch die Schuld von dem Martinus Luther. Die Reiterklaus. Jetzt hört man mal. Hallo, Schwester. Ja, was tragt denn unseren Schulmeister seit Frage ins Rathaus ein? Protokolle? Ratsprotokolle. Mein Mann hat studieren wollen. Und ich bring's jetzt zum Aufsehen. Was den Männer immer geheimnisvoll aufschreiben, lauer mein. Wissen's was, Frau Kraus? Verbrenner's doch einfach das ganze Papier. Was? Nein, Verbrenner. Ja, was denken denn Sie hier? Wer weiß, was unsere Nachbarn mit dem ganzen Zeug einmal anfangen können? Ich bring's ins Rathaus. Da sind sicher aufgekommen. Wer weiß, was unser Nachfahren eins? Ja! 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 Kommt ihr mal mit dem Unsinn aufhören? Der Stadtbach ist noch kein Spielplatz. Schau, Therese, was wollen denn die da?
kümmere dich nicht um dich. Überlebe. Teddy, pass auf dein Wisch auf. Pass du auf dein eigenes auf. Wenig Wasser hat er im Augenblick, unser Stadtbach. Schön ist es hier. Eine schöne Stadt. Da möchte ich gern eine Weile bleiben, wenn Sie uns lassen. Nett sehen Sie doch aus, die Leute hier. Ja. Komm, lass uns eine Bleibe suchen. Hast es gehört? Eine Bleibe suchen. Übrigens, da fällt mir ein, Frau Bürgermeister hat am letzten... Mach Zeichen und geh mir. Verschwinden lassen. Aber die Weine haben wir dann 1912 auch verschwinden lassen, weil er gestört hat. So, als nächstes ist dann das Kopfsteinpflaster an der Reihe. Wer ist das? Das ist der Bürgermeister Jakob Schafer, der mit der berühmten Chronik von 1619 bis 1663. Und weil er den Chronik schimmert, darf er uns eins verzeihen, weil es in der Wein in den schon lang vergangenen Zeiten zugange ist. Im kleinen Weiler Welttheater! In Weiden treffen sich der Straßen zwei. Sie führen von Ost nach West. Sie führen von Süd nach Nord. Sie brachten das Glück und alle Welt herbei. Gern kam jeder her, ungern ging mancher wieder fort. Nun dreht sich die Welt und zeige zugleich, wie Weiden einst bedeutend. Wie Weiden einst reich.
Sich sehr wohl leben. Und nach Geld und nach Glück tut ein jedermann streben. Mit Spaß und Vergnügen bei Essen und Trinken lässt sich manches, was sonst störet, etwas leichter vergessen. Seht an, was in Weiden allseits bekannt, wie man einst in Weiden zu leben verstand. Lebtag hab begehrt. Das wird mir jetzt mit Freud gewährt. Solch Freud ist nicht im Himmelreich. Ich weiß,
Es ist dir keiner gleich. Das Spiel mit Würfeln, Sonderhallen, wird dir gewisslich wohlgefallen. Und hier mit diesem Becher Wein wirst du gewisslich fröhlich sein. O Elend! O welch böses Treiben! Dass Kinder nicht in Züchten bleiben! Es ist doch ein Glück, dass den Kleinen die ganze Stube mit anbringen ließ, so wie im Jahr 1536. Und ein Glück für euch schon auch, dass euer als Badehaus wenigstens anbrennt ist. Du Brandstiftung, Wackmunkel! Red doch nicht so dumm daher! Funkenflug ist es gewesen! Funkenflug! Auf jeden Fall habt ihr jetzt ein wunderschönes neues Badehaus bei euch in der Badgasse. Und ein besseres Bein und schöne Bademäulerin vor mir. Ein seltsam Geschäfte, fürwahr. Das zeigte in Weiden sich einstmals ganz klar. Zwei Herrscher teilten sich stets Macht und Recht. Den Weidenern ging's damit mal gut und mal schlecht. So werfen wir nun den staunenden Blick darauf, wie in Weiden regiert ward, zurück. Ich, Kurfürst Ludwig VI. Von Kurpfalz, gewährte Weiden die Freiheit. Und ein jeder Weidner musste einen Handstreich tun und Treue schwören. Ich, Pfalzgraf Ludwig von Neuburg, Protestant, konfirmierte die Stadträte zu Weiden im Jahre 1592. Ich, Kurfürst Friedrich IV. Von Kurpfalz, Calvinist, konfirmiert die Stadtfreiheiten zu Weiden. Und
ward huldiget durch Bürgermeister und Rat mit einer güldenen Scheuer. Ich, Pfalzgraf Friedrich von Packstein, Protestant, residiere zu Weiden 8 Jahre und ward huldiget mit gülden Silbergeschirr. Seine Schwägerinnen, die Fürstinnen zu Liegnitz, sind begraben zu St. Michael. Ich, Kurfürst Friedrich der Fünfte von Kurpfalz, werde der gar unglückliche Winterkönig genannt. Ich, Pfalzgraf August von Sulzbach, Protestant. Ich, Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, wurde gut katholisch anno 1613. Und ward verehrt zu Weiden mit Fisch und Wein. Krieg, Krieg in allen deutschen Landen und nur um des Glaubens willen. Und weil des Kaisers Geschick die Kaiserlichen hat Besitz nehmen lassen von Weiden und weil der Jesuiten macht. Kaum ein Jahr lang hab ich in St. Michael wieder heilige Mess lesen dürfen. Und jetzt der Schweden entsetzliches Wüten. Frieden, Frieden, Frieden! Im Heiligen Römischen Reich teilen wir uns die Kirche, Bruder. Du von 8 bis 9 Uhr, aber pünktlich. Und du von 10 bis 11, aber Zutritt nur durchs linke Portal. Und du, Bruder, nur durch das Rechte. Mehr Steuern, mehr Zölle, es mangelt an Geld. Nur ein Türmer soll entlohnt werden, dass er auf St. Michael wache. Alle Bäcker sind gehalten, im Rathaus, in der Brotbank ihr Brot einzuhalten. Und der Brothüter ist gehalten, beim Rat Geld zu hinterlegen. Unsere gnädigen Herren haben bestimmt, dass unsere gemeinsamen Ratsessen, welche sie üppig nenneten, unterlassen sollen. Saget dem Stadtrichter, dass Fluchen und Vollsaufen und Versäumnis des Kirchganges soll bestraft sein. Es ist nicht Sache des Stadtrichters, es ist unsere Sache, das Fluchen und Vollsaufen zu strafen. In meine Folter komme, hat mir jeder die Wahrheit gesagt. Vorwärts, gib so, dass der Zauberin bist. Haut ihn, beschrieer am Auge! So pfeift das Gott! Der Herr zum Donner! Schweig, Hexenweib! Schweig! Und der Rat hat dezidiert, dass es all hier zu weit weder Zauberei noch Hexerei gibt, die zu verfolgen sei. Zeit von Glück und Frieden, gar bald ward umgekehret, ein jeder mit Gewalt zum rechten Glaub bekehret. Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun, hat aller Fleiß und Schweiß und Vorrat aufgezehret. Seht an, wie Weiden auch vom grimmen Krieg verheeren. Italienisch, Polnisch und Französisch, Kriegsgewalt
mal hier, mal dort. Kaiserlich und schwedisch, des heutigen Tags protestantisch, des nächsten katholisch. Und uns bleiben nicht Steuern und kein Zins. Uns bleibt zu rüsten nur so manch Regiment zum Schutze der eigenen Residenz. Lass gut sein, Sini. Der Tag bricht an und Mars regiert die Stunde. Doch euch winkt Venus Hoheit. Ihm geht sie auf. Im Böhmischen erwartet euch das Glück. Ja, beide Segensterne, Jupiter und Venus, nehmen den Verderblichen, den tückischen Mars in ihre Mitte und zwingen ihn in meinen Dienst. Ein jeder Mann in Weiden, bitte um die Gunst, euer Hoheit möge recht lange in unseren Mauern verweilen. Schrecken und Not. Das Schwert herrschte 30 Jahre. 30 Jahre herrschte auch der Tod. Und wenn erst das Unglück sich eingenistet hat, kommt rasch und unerbittlich die nächste Plage in die Stadt. Über Weiden kreisten Pestvögel, bis schließlich einer niederstieß und der Tod wieder reiche Ernte hielt und die Menschen tanzen ließ. Ihr schlauen Menschen dieser Welt, euer Wohnhaus ist ein dürftig Feld,
Bürgermeisterin kann nicht entfliehen. Hier musst auch du die Kürzern ziehen. Oh, weh der Tod! Greift hart mich an! Nimmt mich hinweg von meinem Mann! Wucherer! Lass das Geld erwerben! Die Zeit ist um! Auch du musst sterben! All meine Taler, Kronen, Gulden! Wer zahlt mir jetzt noch seine Schulden? Ein jegliches Schicksal stets wendet. Auf Niederfolg Tod, das Gestirn dreht sich weiter und sein Antlitz zeiget sich mal umwölkt und mal heiter. Des Welttheaters letztes Bild uns nunmehr belehret, wie der Frieden nach Weiden zurückgekehret. Tobias Klausnitzer, bisher unwürdiger Pfarrer der Kirche Christi zu Weiden, spreche heutigen Tags, den 16. Januari anno 1649 so. Wie die Zeit sich ändert, der Friedensschluss bricht aus. Die Christenheit, schier über 30 Jahre mit Tränen aufgeseufzet hat. Und der güldene Frieden itzund verjagert den blutigen Krieg. Mitten in der Nacht geht uns die Freudensonne auf dass wir ihn fort in Frieden unser Brot essen, mit Frieden unser Feld bauen und unseren Geschäften nachgehen, in Frieden mit all unseren Nachbarn zusammenleben. Gott der Herr
verbinde die Herzen der hohen Häupter des Landes und der ausländischen Potentaten mit beständiger Einigkeit. Gott der Herr wehre allen, so Krieg und Zerstörung begehren. Musketiere, Kanoniere, Feuer! Und Reiter? Und jetzt ist das Stadtschauspiel fertig. Nach dem Frieden war nämlich in Weiden fast nichts mehr los. 200 Jahre lang. Bist Eisenbahn, Kommerin! Ja, und da fangen wir das Stickel wieder von vorn an. Und wo bleibt Weiden heute? Da ist doch ein Hafer raus. Da ein Bier, der neue Matschreiber. Weiden! Heute kennt doch ein jeder. Auf jeden Fall ist Weiden heute auch mit dabei. Eins, zwei, drei. Im großen Stadtschauspielfinale! Für Eierstot macht's das Beste draus!